schönen guten Tag. Ich wünsche euch noch allen ein schönes neues Jahr 2014. Ich befinde mich wieder mal auf Arcania in der Stadt Kabur. Und jo. Ich wollte euch ein bisschen mal was zeigen, was ich hier schon alles getan hat. Jedenfalls schifft's wieder mal. Also ich habe immer so ein Pech, wenn ich aufnehme, dass es gerade regnet, ne? Irgendwie. Das ist hier jedenfalls meine Hütte. Bisschen mit einem Ofen und eine Werkzeugbank eingerichtet. Ist ja nur so ein kleiner Unterschlupf. Und zwar, naja, jedenfalls in der Stadt Kabur. Wir haben hier, hat jeder seine Behausung bekommen. Gell, hier ist von der Hängersau die Behausung. Hat denn der überhaupt schon eingerichtet? Da gucken wir mal, wa? Oh, hat noch gar nicht eingerichtet, der Gute. So, was macht denn die Kuh da? So, hier ist meine Behausung. Hier möchte ich ein bisschen zumachen wieder, sonst regnet's rein. So, dann ist das hier die Behausung von Dragon Feigter 74. Der hat, oh, er hat schon eingerichtet. Yeah, er hat schon eingerichtet. Ach ja, schön. Bettchen mit Bücherregal. Wunderschön. Ach. Dachgeschoss, habe ich das auch bei mir? Ich jetzt gar nicht gesehen. Da muss ich gerade mal gucken, wa? Haha, da muss ich mal gucken. Wo war da mal da lang? Muss ich wieder. Ich guck mal, ob ich jetzt bei mir auch so ein Dachgeschoss habe. Ich bin mir jetzt da nämlich gar nicht so sicher hier. Nee, ich habe kein Dachgeschoss. Aber ich kann sie ausbauen noch, ne? Wie ich Bock hab, natürlich. So, ich hör's hier mal auf mit Regnen, ey. Macht einer richtig wuschig hier. So, ich denke, das Schild können wir wieder wegmachen hier. Dass wir die Häuser einrichten sollen. Haben wir ja gemacht. So, dieser Brunnen, den habt ihr ja schon gesehen. Und dann hat sich hier noch, was hatte ich jetzt noch getan? Also, hier ist das Rathaus. Da hat sich eigentlich jetzt nichts weiter getan. Hier oben dieser Holzladen. Da können wir mal reingucken, ob sich da jetzt schon was getan hat. Halt, da rum müssen wir. Hat auch schon auf. Ah, genau. Ja, da hat schon auf der Holzladen. Sehr schön. Und hier unten, da, was gibt's denn da Schönes? Ah, da haben wir noch nichts weiter drin, aber das macht ja noch nichts. Kann man ja noch Schilder und sonstiges machen, ne? So, hier ist die Kasse. Guck mal wieder raus. Wieder raus, wollte ich gucken. Danke. Oh, dieser Regen, ne? So, hier oben haben wir noch einen Wollladen. Na, wo ist er denn jetzt? Genau, hier ist der Wollladen. Ist jetzt noch nicht so ganz schön groß eingerichtet, aber es macht ja nichts. Hier ist schon mal alles, was man braucht, an Wolle mäßig drinne. Farbe und sonstiges. Oh, diesen Kronleuchter, der schaut ja hübsch aus. So, hier vorne haben wir jetzt noch, ne, da komme ich nicht durch. Ah. Ich schlapp doch mal zu. Was haben wir jetzt? Ach, hier ist der Steinladen, genau. Ja, also hier haben wir massig Stein. Achso, eine Eisentüre könnte ich mal mitnehmen hier. Für meine Mühle, weil ich habe da eine Holztüre reingebaut und immer wenn dieser Monster da kommt, die treten mir glatt diese Holztüre ein, ey. Ja, sehr schön eingerichtet hier. Jetzt warten wir halt doch mal kurz, bis hell wird. Ich bin gleich wieder da. So, naja, also es regnet jetzt immer noch, aber wir können ja trotzdem mal ein Stückchen weiter gehen. So, hier hat sich auch schon viel getan. Hier wird eine, ja, was wird hier denn gebaut? Weiß ich jetzt gar nicht, noch nicht so genau. Jedenfalls schon mal einen schönen Platz hier. Ach stimmt, das war ja dieser Hafenplatz hier, genau.
Hier ein Hafenplatz, da können diese Schiffe anlegen. Sehr schön gemacht. Wunderschön. Müssen wir noch ein Schiff bauen, wa? So ein schönes, großes. Na, mal gucken. So. Wa? Ruhe. Ach Mensch, dieser Regen macht mich schon mal ganz curry, ey. So, das ist der Hafen. Hier diese Dinger hier mit den Fackeln oben drauf. Das finde ich auch geil, ey. So, jetzt gehen wir mal wieder voran hier. Gehen wir da lang. Zack, zack. Mein Hell wird so auch langsam hier. Ach, hier machen sie noch die Mauer ein bisschen dicker. Also die Jungs, ich muss sagen, wir sind ja nur drei Leute hier in dieser Stadt, aber also die Jungs, die bauen ja echt wahnsinnig viel, ey. Boah, die bauen ja mehr als ich, ey. Wahnsinn, hier diese Mauer jetzt, die hat ja echt ganz schön Gestalt angenommen, ey, ist ja Wahnsinn. Ich hab da immer mit meinen Feldern zu tun und Mühlenbau, ich komme irgendwie gar nicht voran. Na gut, wenn ich was helfen kann, helfe ich schon gern mit. Aber die haben schon echt ganz schön Wahnsinns-Ideen, ne, kann man sagen. Komm, jetzt hör mal auf zu regnen hier oben, Mensch. Na cool, was denn du überhaupt hier? Komm her. Hast du was abgegeben? Jawohl, ein bisschen Leder ist gut. Ach, meine Güte, hallo, Regen, aufhören bitte. Sehr schön, diese Mauer. Das Tor ist auch ganz toll. So, dann gehen wir ja trotzdem jetzt mal nach Hause. Ich meine, was weiß nach Hause? Ich meine, zur Außenstelle meines Jobs, kann man sagen. Ich bin ja Farmer und habe da halt draußen meine Felder angelegt und bin jetzt beim Mühlenbau. Habe auch schon ganz schön Viehzucht betrieben. Naja, müssen wir jetzt halt durch mit diesem Regen, was soll's. Komischerweise ist hier dieser Zuckerrohr wächst hier nicht. Der wächst immer nur an den anderen Ufer. Hier diese Tiere, Esel und Pferde haben alle schön gezähmt. Gut, Esel habe ich jetzt noch kein Glück gehabt. Einer, der wollte noch mehr Äpfel haben, aber Möhren, da habe ich jetzt aufgegeben, weil so viele Möhren habe ich jetzt nicht gehabt. Da brauchen wir echt viel Gold hier. So, meine Schafe vermehren sich auch schön. Oh, ich sehe gerade, ich brauche mal wieder ein bisschen Gras. Habe ich ein Knochenmehl? Nee, ich mache das immer mit Knochenmehl. Das ist immer ganz praktisch. Ja, wo ist mein Knochenmehl jetzt hin? Ach, hier. Ich habe nämlich ein bisschen umgeräumt hier. So, dann mache ich hier mal schnell ein bisschen Gras rein. Zack. So, heute muss ich es auch mal wieder, also ich meine Scheren, aber wie ist diese Schere kaputt gegangen? So, hier diese Schweine, die machen sich auch ganz gut. Kühe vermehren sich. Du halt immer mal so 1, 2, 3 schlachten und halt wieder 1, 2 herstellen, ne? Dass man doch ein bisschen was von hat, von dieser Zucht natürlich. Schade ist bloß immer, dass diese Felder immer sehr langsam wachsen. Manchmal kann ich echt nur einmal am Tag ernten und das war's, ne? Und manchmal auch am Tag nicht. Aber jetzt geht's schon. Jetzt kann ich dann mal ernten hier. Es ist jetzt zwar nicht alles bewachsen, aber jetzt geht's schon. So, da hinten habe ich jetzt noch ein Feld. So, die Mühlensäler ist jetzt im Bau. Also ich habe es noch nicht fertig geschafft. Ich werde sie noch fertig bauen. Bei Gelegenheit. Na, heute vielleicht. Mal gucken.
Aber wir machen hier mal Moment. Machen wir erstmal hier diese Türe ab. Ja, gehen wir mit einer Steinaxt. Jetzt muss ich bloß mal gucken, dass ich da dann auch hier reinkomme. Ne, siehst du? Oh, wo ist jetzt meine Druckplatte hin? Oh nein! Hä? Wie jetzt? So, jetzt komme ich natürlich nicht mehr raus, ne? Auch nicht schlecht. Ah, dann gehe ich halt oben raus. Also ich brauche noch eine Druckplatte oder einen Hebel oder sowas. Ich gehe halt jetzt mal oben raus. Ach nee, jetzt habe ich ja keine... Ja, okay, die Leiter ist mir alle gegangen. Ach, shit. Nee, ich baue sie erstmal wieder kaputt. Na komm. Die lassen wir, die Platte. Und ich guck mal hier schnell zu dieser Farm. Ja, wird auch langsam. Also ich habe jetzt zwei Farms. Ich wollte dann halt hier noch um die Mühle noch drumherum ein paar Felder bauen. Und auch mal Kürbis mit anpflanzen, weil ich habe noch gar keinen Kürbis jetzt großartig angepflanzt. So, da la. Muss ich hier mal noch so eine Druckplatte machen. So. Ach, ich habe doch schon Pflastersteine. So. Na. Wie war das jetzt hier? Fliegen ist doch aber auch so, ne? Oder nicht? Druckplatte, ach so, warte mal. Hä? Oder muss ich da diesen anderen Stein nehmen, oder was? Ach, den habe ich gar nicht. Also so passiert hier nichts bei mir. Naja, egal, ich mache erstmal sowas hier. Oder ein Hebel, wie gesagt, aber da weiß ich jetzt auch nicht, wie das geht. Aha. Ich glaube, ich muss diesen Stein hier. Halt, warte mal. Ach, hier ist noch Glas drin. Ich tue mal hier schnell ein paar schmelzen. Jetzt ist mir die Kohle auch noch alle gegangen. Ah, nee. So, in Hebel geht, glaube ich. Wie geht jetzt nochmal in Hebel? Ach, ich weiß es echt nicht, ey. Ich habe da jetzt kein... Also alles weiß ich auch nicht hier. Na, ist egal. Ich probiere das jetzt mal mit dieser Druckplatte aus. Zweier müsste es doch nicht sein, oder? Ah, jetzt ja genau. Okay, dann passt es so. Da bauen wir die jetzt noch schnell hin. Das könnte echt mal aufhören zu regnen, ey, hier. Hebel muss ich mal gucken. Ich habe da jetzt, also ich vergesse das immer, wie das funktioniert. Ja, das Nötigste hat man ja im Kopf, ne? So, da machen wir doch schnell diese Türe hier und dann diese Druckplatte von innen noch rein, genau. Ach so. Ja, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir es. Ne, sehr schön, passt ja. Jetzt können sie mir die Tiere nicht gleich wieder einrammeln, hier die Monster. Und die Form werde ich noch bei Gelegenheit ein bisschen ernten. So, und hier habe ich jetzt hier noch so einen Wachstumsplatz gebaut, damit es schneller wächst. Also ich setze mich auch manchmal hier rein, wenn ich jetzt aufwasche oder sonstiges. Oh, jetzt hat aufgehört. Gucke ich mich hier rein und dann warte ich ein bisschen und dann wächst er so auch ein bisschen schneller, ne? Bisschen zumindest. So, und mir ist halt auch aufgefallen, wenn ich jetzt hier nicht da bin oder hier in der Stadt mehr rumgeugel, da außerhalb, da wächst es auch nicht. Also ich muss schon in der Nähe ein bisschen sein, ne? Sonst habe ich da ein bisschen schlechte Karten hier. So, dann tue ich noch schnell meine Taschen ausleeren. So, und hier habe ich alles für die Stadt.
Okay, jupp, dann werde ich mich verabschieden und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüssi!